Der Park, der geht zu Ende, ganz still und stumm. Doch komm ich nicht ums Horrorhaus drum herum. Sag, was mag da drin wohl sein? Eine Antwort, ja, das wäre fein. Ihr glaubt nicht, was hier noch passiert, drum schaltet ein. Hallöchen Leute, ich muss um Verzeihung bitten, meine Stimme ist etwas im Arsch, dank des gestrigen Streams. Vielen lieben Dank an alle, die dabei waren. Danke an alle, die beim nächsten Mal vielleicht dabei sein wollen. Wenn dem so ist, dann findet ihr den Link zu Twitch und sämtlichen Social Media Plattformen unten in der Videobeschreibung, wenn ihr sie aufklickt. Denn Leute, einerseits sind wir ja modern, andererseits freuen wir uns natürlich darauf, wie es weitergeht im Park. Und genau deswegen breche ich diesen Monolog meinerseits jetzt mal an der Stelle ab, denn ich habe das so im Gefühl, dass uns noch einige Monologe hier erwarten werden. Und dort begrüßt uns schon jemand. Die Pforte tut sich auf für uns. Die Pforte der Freuden, Leute. Endlich ein House of Horror. Der Horror beginnt bei The Park. Ich bin ja mal gespannt, was das wird. Ich erwarte auf jeden Fall so einiges. Und auf einmal nimmt das Spiel eine wirklich ganz andere Form an. Wobei ich noch nicht behaupten möchte, dass mir das hier gefällt. Aber ich habe so ein Prinzip auf YouTube erkannt. Umso weniger es mir gefällt, umso mehr gefällt es euch. Teilweise zumindest. Okay, es geht darum, dass der Atlantic Island Park geschlossen ist von irgendjemandem, der wahrscheinlich hier gearbeitet hat oder für irgendwas hier verantwortlich ist. Weil er schrieb, diese kleingeistigen Idioten, sie haben Angst vor dem, was sie nicht verstehen. Und er hat irgendwie seinen Sohn und seine Frau zurück nach Boston geschickt und ist jetzt selbst hier zurückgekehrt in das House of Horror. Okay, wir sind hier also nicht alleine. Oh, hi, bist du das, mein Freund? Du siehst aber ein bisschen anders aus. Da haben sie dich aber verschönigt, oder? Photoshop war auf jeden Fall am Start. Da haben sich die Designer aber richtig viel Mühe gegeben. Ich wollte mich gerade fragen, wer das ist. Wer war das? Was machen wir überhaupt hier? Ja, wir suchen unseren verdammten Sohn, der seinen verdammten Arschloch. Kleines, mieses Arschloch. Seinen verdammten Teddybären sucht. Hallöchen. Auch ein sehr freundlicher Gesell. Ich möchte das nicht. Hallo? Wer wohnt hier? Ich gehe auf jeden Fall nicht zurück nach Boston. Ich will zuerst diesen scheiß Teddy holen. Und meinen rothaarigen Sohn mit nach Hause nehmen. Wenn ich denn dürfte. Ich habe jetzt alle Attraktionen befahren. Eintrittsgeld? Na, konnte ich leider nicht dienen, aber eventuell. Was denn? Können wir das auf anderen Wege klären? Was ist denn? Vor so ein paar Pappfiguren oder was? Mensch, jetzt mach dich nicht lächerlich, Lorraine. Du hast schon einiges anderes hier erlebt. Welche komischen Gestalten, die dir in der Achterbahn in den Nacken geatmet haben. Hallo? Kleiner Zuckerwatteverkäufer. Wo steht denn der? Der steht hier direkt unter der Brücke, oder? Ich muss da vorbei. Möchte nicht. Ich möchte nicht. Okay, ich muss da wirklich runter. Hallo? Was? Wo ist gerade was aufgegangen? Ich... hier lang? Oder dort lang? Leute, ich bin verwirrt. Okay, doch nicht hier lang. Ich habe gerade mega mit einem Jumpscare gerechnet. Meine Gänsehaut hat sich wieder gemeldet, auf jeden Fall. Aber... Ah! Oh Mann! Doch nicht so schlicht! Jetzt mache ich mich lächerlich. Ah, das wusste ich. Das habe ich leider zu früh gesehen. Ah, jetzt nicht so wirkungsvoll. Aber vielleicht der nächste, oder? Ich erschrecke mich immer zu sehr vor diesen kleinen Dingen. Sagt mal... War ich hier schon mal? Nein, hier war ich noch nicht, oder? Dich kenne ich nämlich noch nicht. Oh, du bist auch ein hübscher Gesell. Ha! Ah! Tag auch. Na, wird ja langweilig hier? Kannst du nicht für übel nehmen. Ich kann das alles nachvollziehen. Bam, 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 bam. Natürlich gehe ich da rein. Ich habe größte Lust, da reinzugehen. Es gibt, glaube ich, weniger Dinge auf der Welt, die ich lieber tun würde als... Oh, wer hat hier rumgematscht? Oder hat es jemand nicht auf die Toilette geschafft? Was war das? Da ist irgendwas reingegangen. Oder war das mein Schatten? Das war nur die Taschenlampe, oder? Okay. Die schwebt mir hier so hinterher. Ich verstehe. Ich dachte gerade, das wäre irgendwie ein rotes Kaninchen oder so. Ich dachte, das hat er vielleicht aus seinem Hut gezogen.
eine leicht rötliche Farbe angenommen. Open Door? Nein. Ich bin dankbar dafür, dass sie zubleibt. Hallo? Oh Gott, es beginnt. Colin, Examine. Nightmare. Was? Lass mich doch das angucken. Es ist schon schön gemacht. Also grafisch ist das Spiel schon top, ne? Nightmare Circus. Danke auch dafür. Möchte ich bitte nicht lesen. Also ich meine, ich habe jetzt ein paar andere Dinge zu tun. They gave me Callum back and sent me home with a handful of breadcrumbs. Home, bit of sweet home. I barely recognized it. Where there had been color and light, there were shadows and regrets. Where there had been warmth, there was a bone-deep coldness that never went away. I tried my hardest to keep the ghosts at bay. Don, watching from the dusty corners while I tried to teach his son to read. My father, coldly assessing me and finding me lacking. I devoted myself to Callum and did the things that they told me. It will get better, they said. Every day will be a little better than the last. I'm in the woods now, lost and afraid. Things never got any better. Also diese Bildsprache hier wird immer gewaltiger. Ich frage mich auch, warum dieser Teddy, ist das der Teddy, den unser Sohnemann sucht? Der hat ein blaues Auge. Wahrscheinlich geht's hier überhaupt nicht um Teddy. Wahrscheinlich geht's einfach um unsere Beziehung zu dem Sohn. Ich glaube mal, das ist der ganze Clou. Okay, eine Nachricht von Zulieferbetrieb für Strom, dass die ganze Verbindung hier abgeschaltet wird, weil wir nicht bezahlt haben. Mensch, der Park lief aber nicht so gut, oder? Examine, Hunger, a true story of the Donners, okay? Die wahre Geschichte von zwei Lebkuchen im Schnee oder sowas. Okay, das steht für uns, oder? Das gehört ja gar nicht mehr zum Haus. Warum? Warum liegen hier die ganzen Bücher rum? The Wilting. Okay, das ist wahrscheinlich wieder was ich nicht checke, weil ich das Hauptspiel nicht gespielt habe. Oh, die Mütze! Die Mütze, wir haben schon einen Schuh. Bald können wir unseren Sohn wieder zusammensetzen, Leute. Es wird eine wahre Freude. Mom and me in the car. Schöne, heile Welt. I love you from Callum. Och, danke schön. Heißt du nicht Ronald oder habe ich da gerade was verwechselt? Kleiner Mann. Read Shopping List. Milk, Cheese, Bread, bla 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 bla. Remember, drop off Callum. Callum absetzen. Electricity Bill, Mixed Faucet. Die Electricity Bill. Die Rechnung? Ist das nicht für den Park? Vielleicht ist das für uns. Vielleicht gerät ihr Leben außer Kontrolle und wir. Warum? Was ist das? Warum kann ich das alles anfassen? Ich möchte das nicht. Wahrscheinlich steht ja Park für das Haus, für diese Familienbande irgendwie. Das wäre jetzt so meine Idee zumindest. Warum steht hier Open Door, wenn wir die nicht öffnen können? Kannst du mir das bitte erklären? Hi. Dum, 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 dum. Oh Gott. Mega viel zu lesen, mega viel zu sehen. Okay. The meeting today consider fully recovered from your illness. Miss Maylard ist wahrscheinlich die Frau, Lorraine Maylard, oder die Familie hier. Und es geht um eine Krankheit und der Arzt meinte, sie haben jetzt alles gemacht und sie sollte eigentlich auf dem Weg zur Besserung sein. Und wir sollen uns melden, wenn wir irgendwelche Rückfälle erleben. Okay, es ist eine Nachricht an uns von einer Karen, wahrscheinlich eine Freundin oder sowas. Und es geht darum, dass unser Vater ein richtig schrecklicher Mann war und wir immer mehr irgendwie wie ihm werden und das wahrscheinlich irgendwie an dem Sohn auslassen oder sowas. Okay. Und so setzt sich das Bild hier doch immer mehr zusammen. Wir erfahren immer mehr die Wahrheit. Okay, bla bla bla. Electricity Service ist wieder so eine Nachricht. Noch sind die Bilder fröhlich. Noch. Wir gehen immer weiter runter. Fuck, wir kennen das Szenario, ne? Wir wissen, was passiert. Wir wissen, dass es immer schlimmer wird. Also, hör auf. Ey, nicht der Typ, Mann. Ich will dem eigentlich überhaupt nicht nachlaufen. Ich finde den mega eklig, ey. Examine, Pillen. Okay, da kommen auch immer Sachen dazu. Unsere Medizin und so weiter und so fort. Der Teddy liegt immer noch da. Das ist ein Brief von unserem Mann, von Donald. I love you. Vor der Schwangerschaft, oder als sie gerade schwanger geworden ist wahrscheinlich. Wahrscheinlich kurz bevor er gestorben ist. Er meinte, er mag Callum als Name für einen Jungen und Emma als Name für ein Mädchen. Okay, krass. Es geht also tatsächlich hier um die Vergangenheit. Was ist das? Ich denke immer, hier sitzt ein Clown. Hallo? Oh, Callum! Du Frechdachs!
Was soll denn das? Findest du das lustig, oder was? Hast du etwa schon deine Hausaufgaben gemacht? Oh, mein Freund. Du wirst ein blaues Wunder erleben. Das bezieht sich nicht auf dein Auge. Nein, nein, nein. Ich hab das überwunden. Ich hab das alles überwunden. Remember, take the pills, follow up with Dr. Spencer. Organize babysitter for Callum. Okay, das gerät dir immer mehr... Das rutscht dir immer mehr aus den Fingern. Immer mehr rückt diese Krankheit oder ihr, was sie auch immer hat, mehr und mehr ins Bewusstsein und vernachlässigt ihr Kind. Kommt damit nicht mehr klar. Halt deinen Mund! Alter, ist das eklig. Hört auf, Mann. Oh, mit dieser ekligen Stimme von dem Typen, ey. Leck mich. Man wird da alleine singen, ey. Ihr könnt aber schon lange nach Hause gefahren sein. Ihr müsst ihn nicht mitnehmen. Macht nur Stress, der Zwerg. Sieht man ja. Boah, ey, hört auf. Bitte nicht singen. Oh, fuck. Okay. Also, wenn mein Sohn irgendwann mal anfängt, sowas zu malen, oder meine Tochter, je nachdem, was es wird und je nachdem, auf welchen Namen ich mich einigen kann, sollte ich mir auf jeden Fall Sorgen machen. Ich glaube, ihr könnt das nachvollziehen. Boah, Alter, vor allem mit diesen blutigen Händen, ich meine. Auch nicht mehr gesund aus. Zauberwürfe, ja, das ist auch alles sehr, sehr schön. Alter, krass. Was spielt hier? Hier das Radio, oder? Callum? Re-Shopping List, Alter, ich habe jedes Mal mehr Angst, was da drauf steht. More Pills, Tickets to Atlantic Island Park. Um den Sohn vielleicht doch noch irgendwie einen kleinen Spaß zu gönnen. Oder spiegelt sich alles, was passiert ist in diesem Park jetzt? War das sozusagen, wir haben die Tickets gekauft, weil wir dachten, wir mussten das Verhältnis irgendwie verbessern und hier hat alles dann irgendwie geendet. Ist er vor uns weggelaufen? Wollte er gar nicht seinen Teddy suchen? Haben wir ihn je gefunden? Ich weiß es nicht. Das könnte sein. Red Letter. Okay, aber was ist das, Alter? Das brennt. Wir sitzen auf dem Stuhl und ist irgendwie wie so eine Art Lehrer auf der einen Seite und die Mutti vielleicht auf der anderen Seite, die ihn antreibt, die ihm Druck macht. I didn't run away. Dad took me. Dad hat mich mitgenommen. Das ist der Letter, den wir schon mal gelesen haben. Dad hat mich mitgenommen. Ist er gestorben? Der ist nicht weggerannt, ne? Thank you, William. The new watch is very nice. It has made me happy. Carol. Wer ist William? Die neue Uhr hat ihn sehr glücklich gemacht. Warum ist da eine Karotte drauf gemalt gewesen? Ich bin ein bisschen verstört gerade. Das Spiel hat es geschafft. Jetzt. Oh Gott, ich will da nicht rein, Mann. No way. Oh, no way. Wir spielen Leia Sophia, oder? Oh, fuck, Mann. Hi! High five, auf jeden Fall. Ja, das nützt dir jetzt leider auch nichts mehr. Ist nur fürs Gewissen. Oh shit. Oh shit, irgendwelche Briefe. Ich will nichts über... Alter, zieht euch das rein, wie krank das ist. Das ist super krank. Heftig. Eine seelenlose Puppe. Haben wir unseren Sohn dafür verklärt? Alter, wieder die Shoppingliste. Solif Prescription. Solif, ich... Keine Ahnung, was das heißt. Du bist allein. Niemand liebt dich. Callum ist nicht mehr der, der er war. Aber vielleicht sind wir nicht mehr der, der wir waren. Torn! Alter. What the fuck, no? Callum? Wir können darüber reden. Ich fahr auch nochmal Achterbahn mit dir. Wenn du denn willst. Ich fahr auch nochmal Achterbahn. Aber ohne diesen komischen, gruseligen Typen. Scheiße, Mann, lass mich raus. Was macht der da? Hi. Hast du vielleicht nur in der Zwischenzeit was zu essen? Gekocht. Ja, wirklich sehr, sehr freundlich. Ich weiß nicht, wie es hier rausgeht. Soll ich dir das zeigen, wie so eine Tür funktioniert?
damit du es beim nächsten Mal vielleicht weißt. Read Letter. Wieder das. Ach so, nee. Meeting today. Was? Mrs. Mallard, as we agreed in your meeting today, we consider you to be batshit fucking insane. Du bist so krank. Okay, das hat der Arzt nicht geschrieben. Snorting, die schnüffelt irgendwas, oh, intravenös, bla bla bla. Die nimmt Drogen, oder? Die nimmt diese Medizin als fucking Drogen. Das war aber klar. Das war klar, Mann. Okay, irgendwie sind wir bald am Ende? Am Ende dieses ewigen Kreislaufs, oder müssen wir noch weiter hindurch? Noch weiter hindurch durch die Hürde. Irgendwas willst du uns noch sagen, oder? Gehen wir jetzt genau der andere? Nein, okay, hier sind wir auch wieder reingekommen. Aber es wird nicht angenehmer. Oh, scheiße. Krass, wie viel Liebe zum Detail. Oh, Alter! Wer ist das? Wir sind das nicht, oder? Wer ist das? Unser Vater, unser Mann? Und die Freundin oder so? Ich hab keine Ahnung. Ich hab fucking nochmal keine Ahnung. Oh shit. Ja, ja, das Buch. Es wird immer schlimmer. Alter, ich bin super angespannt. Ich hab gerade mega Gänsehaut. Lass mich raus. Ey, ich will das schnell über mich ergehen lassen. Ey, ich jedes Mal, ne? Jedes Mal bete ich dafür, dass diese Türen nicht aufgehen. Meine Gebete werden erhört. Noch. Stories are told again and again, immer wieder und wieder erzählt. Our understanding of the world. Two children are led into the woods. They are lost for a time, but then are captured by an old witch. The child goes missing in Atlantic Island Park. He wanders lost for a time before finding his way into the mouth of an old witch. In the oldest version of this story, the mother and the witch were the same person. Ja. I never wanted to be the witch. Ich hab's gewusst. But oh mein Gott, Alter. Aren't I? Gänsehaut. Ich hab's gewusst. Kinder sind eingebrochen. Es war so lange her, dass ich Lachen gehört habe. So lange her. Ich habe einen von ihnen genommen. Ich konnte mir nicht helfen. Es war schnell. Und die anderen haben es nicht gemerkt. Ich mochte es, ihn lachen zu hören. Dieser Junge von der Akademie. I put him on a slab. I tickled him until he couldn't breath. Ich habe ihn gekitzelt, bis er nicht mehr atmen konnte. Meine Maschinen erwachten zum Leben. During time is gasps and shrieks, blablabla, kreischten und so weiter. Ich glaube, das ist gemütlich. Meine Maschine ist noch nicht komplett. Da müssen andere Kinder sein, die ich da drauf packen kann. Das sind so Satzfetzen aus diesen ganzen Sachen, die wir gelesen haben. Irgendwie mega wirr zusammengesetzt, aber doch auf irgendetwas hinauslaufend. Sie ist die Hexe. Das ist genau das, was ich zum Anfang auch gedacht habe. Sie ist eigentlich die Hexe. Es ging von Anfang an auch um Hänsel und Gretel. Aber warum zwei Kinder? Warum zwei? Ich verstehe es nicht. Exe mein Book. Ja, Hänsel. Oh! Hänsel und Gretel? Das erste Mal, dass diese Bücher hier für mich Sinn ergaben. Jetzt können wir in die Maschinen rauf. What the fuck? Oh, Alter, ich hab mich übelst erschrocken. Die ist fucking gruselig. Oh mein Gott. Oh, ey. Yo, genau das. Genau das. Das Monster ist in ihr. Oh mein Gott.
Was das jetzt? War das tatsächlich das Ende? Bitte, gib mir noch irgendwas. Irgendwas zum Abrunden. Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Die Leute verlieren öfters Dinge. Der Typ mit dem Schnauzer. Der Einlasser. Ist ein Polizist, oder? Take a deep breath and think about the last place you saw your son. Es geht nicht um den Teddy, es geht um den Sohn. Ey, sie sieht mega fertig aus, mega krank. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Okay, okay, krass. Oh mein Gott, okay, jetzt wieder Gänsehaut, ey. Mega krasses Ende, ey. Ohne Scheiß. Ich kann auf der einen Seite verstehen, warum manche Leute finden irgendwie das Spiel ist, na, so ein bisschen lame. Weil die Story, wie sie sozusagen diese ganze Geschichte da eingeführt haben, auf das, was es eigentlich, worauf es eigentlich hinausläuft, ist. Es war ein bisschen. Es hat sich sehr, sehr gezogen. Es war wie gewollter Horror, aber nicht so richtig gekonnt. Und im Endeffekt, diese ganzen Monologe, wo sie mit sich selber gesprochen hat, waren sehr, ich sag mal, waren teilweise ein bisschen too much. Du konntest das nicht fassen, wusstest nicht, was das Spiel im Endeffekt eigentlich von dir will. Aber ich glaube, so am Ende hat sich das ein bisschen geklärt, obwohl auch nicht ganz hundertprozentig. Aber wie gesagt, es ist halt ein Spin-off. Man kann das nicht komplett rausnehmen und dann alles verstehen wollen. Aber um das mal nochmal irgendwie so ein bisschen zu paraphrasieren, ich glaube, sie hat im Wahn, weil sie nicht damit klargekommen ist, mit ihrer eigenen Entwicklung oder beziehungsweise mit dem Ganzen drumherum, mit ihrem Leben, ist sie in so eine Drogensucht abgerutscht, hat sich behandeln lassen von einem Doktor und wurde in diesem Wahn immer mehr wie ihr Vater hat ihren Sohn geschlagen, ihren Sohn vernachlässigt. Und diese Geschichte im Atlantic Island Park war eigentlich dieser Punkt, wo sie ihn, hat sie ihn dort getötet oder so? Deswegen ist der Park so abgefuckt, weil es diesen Park ewig nicht mehr gibt. Und sie geht immer wieder dahin, um irgendwie diese Sachen zu verarbeiten und durchlebt es halt immer irgendwie wieder. Und deswegen fängt diese Geschichte so an, wie sie endet. I always return to Atlantic Island Park, weil das immer wieder in diesem Kreislauf ist und sie nur damit rauskommt, wenn sie einsieht, dass das Monster irgendwie in ihr selber ist. Das war zumindest mein Verständnis dieses Spiels. Das Ende fand ich mega krass. Schade, dass sich das ein bisschen so hingezogen hat. Schade, dass es ein bisschen so sehr, 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 sehr schwebend war, was eigentlich überhaupt los ist. Aber gut, krasse Bildsprache am Ende, hat mega, mega krass viel Liebe zum Detail drin gesteckt in diesem Spiel. Ich mag das Spiel immer noch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Viele von euch haben es ja auch gefeiert. Und ja, schreibt mal eure Meinung, schreibt mal eure Gedanken zu diesem Game unten in die Kommentare. Schreibt mal, wie es ihr fandet. Und gebt mir auch gerne weitere Spielvorschläge unten rein. Und dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Danke, dass ihr dabei wart und mit mir dieses Spiel durchlebt habt. Und wir sehen uns in dem nächsten Spiel, in der nächsten Folge von was auch immer da kommen mag. Lasst es mich gerne wissen, wenn ihr Vorschläge habt. Und bis dann, Leute. Haut rein und ciao. Ja, Hallöchen, Freunde, ich bin's nochmal. Herzlich willkommen zurück zu The Park. Es gibt noch eine Sache, die ich euch zeigen möchte. Und zwar hat der gute Schauerland mich darauf hingewiesen, dass man hier ja auch einfach den Park verlassen könnte, ne, mal eben. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass das nicht möglich wäre und hier wir uns irgendwie einer unsichtbaren Wand entgegenstellen oder keine Ahnung, wie es in den Spielen halt immer so ist oder einfach die Türen geschlossen sind. Aber scheinbar können wir dieser ganzen Veranstaltung hier einfach den Rücken kehren und tatsächlich dort im Nebel verschwinden, wofür es auch irgendwie eine Art Achievement geben soll. Und da kommt auch tatsächlich was auf uns zu. Alter, das hätte ich ja nicht gedacht. Können wir tatsächlich weggehen? Ja. Ich muss da was im Park erledigen. Ich kann nicht gehen. Was? Bist du dir sicher? Ich muss da was machen. Bist du dir tatsächlich immer noch sicher? Okay, wir können den Park nicht verlassen, oder? Nicht auf diesem Weg. Aber was denke ich mir? Ich kann nicht weg. Okay, liebe Leute, ich dachte gerade schon, wir können
What am I thinking? Alles klar, okay. Ich will sie nicht zu sehr verstören. Ja gut, ich dachte, wir könnten an dieser Stelle uns diese ganze Geschichte hier auch sparen. Herzlich willkommen zu Let's Play The Park. Die Folge geht leider nur 2 Minuten lang. Ich bitte auf jeden Fall um Verständnis. Bis dann, halt dein Maul, Seth, und ciao.